Guten Abend zu SWR Odysseo. Es kann jeden treffen, jederzeit. Nach einem Unfall geht es oft um Minuten, die darüber entscheiden, ob ein Mensch stirbt oder überlebt. In diesen Minuten das Richtige zu tun, das ist keine leichte Aufgabe. Es ist der Beruf der Notfallmediziner an der BGU, der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen. Die arbeitet über die Landesgrenzen hinaus und zwar an 365 Tagen rund um die Uhr. Eine Teamarbeit zwischen Ärzten, Anästhesisten, Schwestern und Pflegern, die gut funktionieren muss, wenn es ernst wird. So ernst wie bei Paul, einem 15-Jährigen, der beim Toben im vierten Stock aus dem Fenster fällt. Und zwar direkt auf Asphalt. Er schwebt zwischen Leben und Tod. Ein Einsatz für den Rettungshubschrauber, aber der Heli kann nicht direkt am Unfallort landen. Einsatz in Mannheim. Es ist 14.18 Uhr. Christoph 5 muss auf einer Spielplatzwiese landen. Für Notarzt Philipp Krämer und seinen Kollegen heißt das, knapp einen Kilometer bis zum Unfallort rennen. Servus. Ungefähr 15 Jahre. Auf dem vierten Stock. Fraglich. Pupillen initial eng, jetzt nach insgesamt 10 Milligramm Fenta. Initial weit nach 10 Milligramm Fenta eng. Und wir werden mit dem 7er Tubus. Initial rechts ein abgeschwächtes Atemgeräusch, auch mit Boden können wir den Hämmer durch. Paul schlug mit 50 Kilometer pro Stunde auf den Asphalt. Der Aufprall zertrümmerte zuerst die Füße und die Beine, dann das Becken und die Arme. Weitere Schäden an Leber und Lunge. Im Gehirn eine Blutung. Nur eine der vielen Verletzungen ist in diesem Moment lebensgefährlich. Pauls Becken ist in mehrere Teile zerschmettert. Kleine und große Blutgefäße sind gerissen und bluten ungehindert in den offenen Beckenraum. Habt ihr ein Beckengurt? Nein, haben wir nicht. Das Becken ist offen. Ja, er war vorhin bei 7,5. Dr. Krämer weiß, dass er den Blutverlust sofort stoppen muss. Sonst hat der Junge keine Chance. Er bereitet einen provisorischen Beckengurt vor. Wer ist denn der Fahrer? Bitte? Wer ist denn der Fahrer? Der Pit Birnbaum. Der soll losfahren. Pit! Wir fahren los! Pit! Fahren! Fahren! Jetzt! Alles liegen fahren. Lassen! Jetzt fahren! Habt ihr noch erstmal unterwegs? Leute, Last, mit was wir zumachen? Knoten? Ja, durchstecken, aber speziell zur Sedierung. Der improvisierte Gurt presst die Beckenteile wieder zusammen. Und damit ist er ruhig. Ja. Das erzeugt im Beckenraum einen Gegendruck, der Pauls schlimmste Blutungen fürs Erste eindämmt. 14.33 Uhr. Am Unfallort ist alles getan. Jetzt in die Klinik, in den Schockraum, so schnell wie nur möglich. Gut eine Stunde nach dem Unfall. Alle hörbereit? Ja. Wir bringen ca. 16 Jahre aus dem vierten Stock gefallen. Wurde kommandisiert, initiales A-Problem mit dem Tubus gelöst, hätte massiv Blut im Rachen gehabt, B, kein Problem. Massives C-Problem, Becken instabil, Bauch ist distendiert, Oberschenkel, Unterschenkel offen blutend. Massives Schädel-Hirntrauma, initialer GCS3, Pupillen initial weit, jetzt eng. Polytrauma in 1,5 Liter Ringer, eine Hyperhes und unterwegs noch von dem Kollegen vor Ort Adrenol laufen gehabt. Deswegen ist der Druck geschönt, der ist bei 140. Dr. Wölfel und sein Schockraumteam übernehmen jetzt den Patienten. Bei diesem Fall haben wir ja zusätzlich zu unserer Schockraumbesetzung schon, sagen wir mal, die Alarmierungsstufe ganz hoch angesetzt. Wir hatten von Anfang an Blutprodukte im Schockraum. Man hört ja dann instabiler Patient, 15 Jahre. Das ist ja so das, was man so dann als Meldung kriegt. Dann ist man schon noch mal angespannter. Nils ist unauffällig. Beckenhämatom rechts mit Komprimieren der Blase. Paul verliert weiter Blut. Etwa 2 Liter haben die Notärzte ihm seit dem Sturz verabreicht. Es gilt, die Blutverluste dauerhaft zu stoppen.
Zuerst ersetzt Dr. Matte den provisorischen Beckengurt. Gleichzeitig vernähen seine Kollegen offene Wunden. Aber es droht eine weitere Gefahr für den Patienten. Aus dem Loch in der Lunge dringen Luft und Blut in den Brustraum. Der Druck droht, den Jungen ersticken zu lassen. Die Ärzte müssen Flüssigkeit und Luft absaugen. Das machen sie mit fingerdicken Schläuchen, die sie zwischen die Rippen schieben. So lässt sich das gefährliche Blut-Luft-Gemisch aus dem Brustraum absaugen. Und die Lunge hat wieder Platz zum Atmen. Paul ist jetzt 12 Minuten im Schockraum. Doch erst nach 18 Minuten ist er so stabil, dass er zum CT gebracht werden kann. Erst der Scan wird zeigen, wie Pauls Überlebenschancen sind. Im CT-Kontrollraum warten alle auf die Bilder aus dem Körperinneren. Ein Neurochirurg soll noch dazukommen, um die Schädelverletzungen besser zu beurteilen. Die Not-OP wird nun auch schon organisiert. Der Zustand ist durchaus kritisch. Er hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, neben übrigen Beleidverletzungen an Extremitäten am Becken. Das sind Hirnquetschungen, ein sicher erhöhter Hirndruck. Wir werden jetzt gleich eine Hirndrucksonde legen und dann den Zustand beobachten über die nächsten Stunden. Er hat eine Leberruptur, eine zentrale. Da wollen wir momentan aber nichts dran machen. Der Bauch bleibt zu. Das wird beobachtet und hat halt an beiden Armen und an beiden Oberschenkeln schwer offene Frakturen, also Brüche. Da machen wir äußere Spanner drüber, Fixateur extern. Das beginnen wir jetzt. Keine Übergabe an der OP-Schleuse, sondern direkt durch. Wir haben noch Zeit. Ab 15.30 Uhr kämpfen die Ärzte im OP-Saal um Pauls Leben. In den nächsten Stunden sind teilweise bis zu 14 Ärzte und Assistenten im Raum. Christoph Wölfel und sein Team richten die schwersten Knochenbrüche, denn auch hier verliert der Junge immer noch Blut. Der CT-Scan zeigt den alarmierend gestiegenen Hirndruck. Gegen 16.30 Uhr bereiten die Assistenten deshalb eine Schädeldrainage vor. Dafür bohrt der Neurochirurg ein Loch in die obere Schädeldecke. So kann er Flüssigkeit aus dem Schädelraum absaugen. Der Druck sinkt und damit die Gefahr von Hirnschäden. Um 17:30 abends kann Christoph Wölfel eine erste Bilanz der OP ziehen. Wir sind eigentlich momentan relativ zufrieden, also ich auch, weil der Patient stabil ist, also kreislaufstabil. Und wir durch die Maßnahmen, die wir jetzt vorgenommen haben, so wie geplant, erstmal auch die Blutung am Becken stoppen könnten. Ich hoffe, dass jetzt im Bauch nichts noch dazukommt. Wir machen jetzt gleich nochmal einen Ultraschall. Und auch vom Kopf her hoffe ich, dass es so bleibt, dass es nicht schlimmer wird. Und dann haben wir erstmal, sagen wir mal, relativ gute Aussicht oder sagen wir, Anfangsmöglichkeiten, wie es dann weitergeht. Wenn alles getan ist, was getan werden kann, dann bleibt selbst den besten Ärzten manchmal nichts anderes übrig, als abzuwarten. So wie Paul, dessen Geschichte wir natürlich gleich weitererzählen, werden in der BGU jedes Jahr ungefähr 4.000 Verletzte eingeliefert. Nachdem der Patient in der Notaufnahme, die ist hier in unserer Animation rot, ankommt, durchläuft er die sogenannte Traumastraße. Da wird also das Unfallopfer zuerst in der Notaufnahme stabilisiert und dann in der Radiologie, die ist hier orange, auf innere Verletzungen hindurchleuchtet. Und falls nötig, kann dann direkt in einem der OP-Säle, hier gelb, notoperiert werden. Und schließlich kommt der Patient dann auf die Intensivstation, die ist hier grün. Bei Alarm laufen die Ärzte aus all diesen Stationen zusammen und treffen sich dann vom sogenannten Schockraum. Das ist der blaue Teil hier in der Grafik. Einige Notfallärzte haben wir während unserer Dreharbeiten immer wieder getroffen. Und wir wollten von ihnen wissen, was sie bei ihrem Job antreibt und ob man bei so großer Verantwortung überhaupt noch Spaß an der Arbeit haben kann. Hier sind ihre Antworten.
Als junger Mensch kann man in der Notfallmedizin schon präklinisch sehr viel eigenverantwortlich arbeiten. Man wird sehr früh an diese Situation herangeführt, wo man auch Entscheidungen treffen muss. Das schult ungemein und stillt einen auch in seiner Arbeitsweise. Unsere standardisierten Vorgehensweisen führen uns zurück zu unseren fünf Sinnen, mit denen wir sehr viel erfassen können über Patienten. Und wir wollen nicht so technikverliebt sein, sondern der Patient, gerade in der Notfallmedizin auf der Straße, der braucht einen gesunden Menschenverstand, ein klares, strukturiertes Vorgehen. Der richtige Patient muss zur richtigen Zeit in der richtigen Klinik sein. Das ist das Allerwichtigste. Man hat auch gar nicht so sehr die Zeit, immer abzuwägen, was macht man jetzt, was sind die Alternativen. Man ist quasi für sich alleine, aber doch immer in einem guten Team unterwegs und dann läuft es einfach. Man kriegt immer wieder natürlich auch dankbare Momente und Rückmeldungen, wo Leute sehr dankbar sind. Frau Heinrich, geht's mit dem Schmerzen? Man kann es eigentlich fast jeden Tag erleben, dass man was Sinnvolles macht und dass man wirklich jemandem auch geholfen hat. Ja. Also ich hatte ehrlich gesagt immer sehr viel Angst davor und ich wollte nie irgendwo als Arzt hinkommen an eine Notfallstelle und nicht wissen, was ich machen muss. Also da war wirklich die Bewältigung dieser Hürde eigentlich auch eine Motivation für mich, dass ich das können wollte als Arzt. Was dieser Beruf einlehrt, ist die Demut. Das hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber es ist wirklich so. Man merkt, wo es Grenzen gibt in der Medizin, wo man selber als Arzt sagt, das kann ich auch noch nicht, da war ich noch nie, das müssen wir neu machen. Bei Kindern, Jugendlichen ist man dann auch noch mal etwas mehr betroffen. Man hat ganz anders teil an so einem Schicksal. Wobei ich auch sagen muss, dass ich bei alten Leuten sehr leide, manchmal sogar noch mehr. Was ich bewundernswert finde, ist, dass es eine Truppe ist, die eigentlich gut zusammenhält, gut zusammenarbeitet, die sich auch gegenseitig aushelfen und weiterbringen. Und sie haben ein wahnsinnig hohes Engagement, finde ich. Ein hohes Engagement und auch eine hohe Arbeitsbelastung im Schichtdienst. Sich jedes Mal wieder neu auf den jeweiligen Menschen und die Situation einzustellen, das erfordert hohe Präsenz und Präzision. Ja, die Unfallchirurgen der BGU, die können ein Lied davon singen. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit oder des Leichtsinns reichen aus, um das Leben eines Menschen gravierend zu verändern. So wie im Fall von Leo Merck. Mein Sohn hatte mich angerufen, 10:50 und hat nur gesagt, Mama, es ist was Schlimmes mit Papa passiert. Ich habe nur gesagt, nein, nein. Es darf noch nicht sein, dass ich ihn verliere, irgendwie in mir war nicht da, nein. Christoph 5 im Anflug. Seit 15 Minuten ist die Unfallklinik Ludwigshafen alarmiert, dass der Helikopter reinkommt. Das Schockraumteam steht bereit. Der Patient heißt Leo Merck, ist 52 Jahre alt. Sturz vom Dach seines Hauses, Schädel-Hirntrauma, Schlüsselbeinbruch, vielleicht noch mehr. Kurze Übergabe vom Rettungsarzt. Dann war A, erst nicht gesichert, war gesichert, dann war B stabil und C auch stabil, Thoraxbecken sind stabil, dann werden wir raten, wo ich bald sitze. Druck 140, Frequenz 360. Okay. Sturz aus 6 Meter, initial bewusstlos, kein A bis C Problem, keine Verletzungen. Geht dann jetzt kaum mit Kumpf von dir. Okay. Die Notfallmediziner arbeiten nach standardisierten Verfahren mit Checklisten und klaren Prioritäten.
Als ranghöchster Arzt im Schockraum ist Christoph Wölfel heute der Traumaleader. Er überwacht die Aktionen der Kollegen, muss alles im Blick haben. Als behandelnder Arzt am Patienten hat der Unfallchirurg Daniel Matte Dienst. Sind Narkosemittel nötig, ist auch ein Anästhesist dabei. Pflegekräfte und Assistenten unterstützen die Ärzte. Ultraschall gibt ein erstes Bild über innere Verletzungen. Gleichzeitig Blutabnahme, Atmung und Kreislauf überwachen. Eine präzise Maschinerie. Ja, wir haben in der Summe kein A-Problem, kein B-Problem. Hast du ein C-Problem? Von deiner Seite, von unserer Seite aus nicht. Der Patient scheint stabil. Nun geht es direkt weiter in die Computertomographie, um innere Verletzungen aufzuspüren. Erst danach wissen die Ärzte, wie es um Leo Merck wirklich steht. Sie konnten es ja gerade sehen, wie die Notärzte zuallererst die wichtigsten Überlebensfunktionen und die bedrohlichsten Verletzungen checken. Da lautet das Motto: Treat first what kills first. Also behandle zuerst, was tötet. Denn die Überlebenschancen eines Schwerverletzten sinken alle 3 Minuten um 1%. Und dann haben die Profis ja immer wieder von A-, B- oder C-Problemen gesprochen. Das ist so eine Art Prioritätsschema, nach dem das Team arbeitet. Da werden also zuerst die Atemwege, A, Airway, überprüft und die Halswirbelsäule wird stabilisiert. Und dann B, Breathing, also die Atmung, falls nötig, wird dann auch künstlich beatmet. Der Kreislauf, C, wie Circulation, wird stabilisiert und es werden eventuell Blutungen gestoppt. Und dann beginnt die neurologische Untersuchung. D, Disability, also funktionieren die Pupillenreflexe und so weiter und so weiter. Und zuletzt E wie Environment und Exposure. Da wird der Patient also entkleidet und da wird nochmal eine genaue Anamnese gemacht. Wie war der Unfallhergang? Ist der Patient nüchtern? Sind Allergien bekannt? Und haben Sie auch gemerkt, wie ruhig und konzentriert das Notfallteam arbeitet? Das tut es natürlich auch bei Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind. Hubschrauberarzt Johannes Horter im Anflug. Ein Notruf kam aus einer Arztpraxis. Ich bin beim Rasenmähen in den auslaufenden Im Unfallstand da reingegriffen. Zweiter und dritter Finger, große tiefe Fleischwunde, wahrscheinlich auch der Knochen verletzt, okay. Teilweise weggesenzt. Ja. Also Sie betreuen ihn auch hausärztlich? Ich betreue ihn hausärztlich, aber er braucht mich eigentlich selber. Ja. Ne? Jetzt heute hat er mich getraut. Heute, Herr Müller, brauchen Sie einen Arzt. Okay. Nach seinem Griff in den Rasenmäher fliegt Ferdinand Müller zum ersten Mal in seinem Leben. Der Notarzt hat die Handchirurgie der Unfallklinik schon informiert. Gucken Sie mal, heute haben Sie mit lauter Müllers zu tun, Herr Müller. Oh, was? Müller. Der deutsche Arzt. Der deutsche Arzt. Jetzt sind wir mal ein Dr. Viktoria Struckmann muss ihm aber sagen, dass seine zerfetzte Fingerkuppe nicht zu retten ist. Die Assistenzärztin für plastische Chirurgie hat es in dieser Woche mit etlichen Handverletzten zu tun. Plötzlich schönes Wetter. Alle zieht es in den Garten. Schon ist es passiert. Auch bei Margarete Wenz. Das war bestimmt der Ehering, ja, oder? Ja, ja, den schneiden wir vielleicht. Das ist gut. Ich muss leider sagen, das sieht nicht gut aus für den Finger. Wir müssen schauen, aber der ist A, nicht mehr richtig durchblutet am Ende und Sie haben den auch an mehreren Stellen gehäckselt. Der Finger ist ungefähr auf dieser Höhe mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr weiter zu erhalten. Frau Renz, was haben Sie denn getrieben? Wir haben gemäht und ich habe das Gras aus dem Meer oder rausgezogen. Und da bin ich vielleicht scheinbar wieder besser verwischt. Ich weiß es nicht. Nach dem Röntgen wird klar, endlose Operationen wären nötig, um den Finger zu erhalten. Man muss natürlich in dem Moment einen gemeinsamen Weg mit dem Patienten finden. Und da ist Ehrlichkeit. Man soll ihn natürlich nicht schockieren, aber man muss schon ehrlich sein. Zu sagen, das wird alles gut, ist meistens nicht unbedingt das, was zielführend ist. Ne? Klinisch habe ich dir die Fotos schon gezeigt, das ist jetzt der Röntgenbefund.
Ich denke, sind wir uns einig, dass es ein Amputationsbefund ist. Also es sieht leider so aus. Wir haben das völlig zertrümmerte Mittelgelenk, Knochen ist zertrümmert, es war Rasenmäherverletzung, es ist eine isolierte Fingerverletzung am Zeigefinger. Und Patientin ist Jahrgang 39, also das ist, genau. Sie profitiert nicht von einem Erhaltungsversuch, sondern mehr von der Sauerstoffbildung. Genau. Ich habe es ihr schon angedeutet, ich würde es jetzt gleich mit ihr besprechen. Und es geht weiter. Der nächste Gartenarbeiter, die nächste Hand. Okay. So. Auch hier wieder die Übergabe durch den Hubschrauberarzt. Daniel Demuth quetschte sich die Hand bei Baumarbeiten. Dr. Struckmann liest in der geschundenen Hand. Gut, also, wir müssen Sie operieren, das haben Sie sich wahrscheinlich schon gedacht. Das heißt, also reinschauen, gucken, was kaputt ist, alles, was kaputt ist, reparieren. Sehnen und Gefäße werden genäht, Nerven gegebenenfalls auch. Wir müssen jetzt nur noch mal hier ein Kreuzchen machen, mal einverstanden. Daniel Demuth wollte einen Ast absägen. Um besser arbeiten zu können, hatte er den mit einer Kette fixiert. Ich stehe auf der Leiter, fange an zu sägen. Ich wollte ihn nur anschneiden. Ich habe oben eine Krone, ein Seil angebracht, dass man ihn dann runterzieht. Tja, und wie ich anfange zu schneiden, kommt ein Windstoß. Und das Ding ist runtergefallen und die Kette hat sich um meine Finger gewurschtelt. Kleine und große Dramen am laufenden Band. Jeder Fall ist immer auch ein menschliches Schicksal. Sicher gibt es Situationen, die einen viel mehr bewegen als andere. Und das ist auch nicht immer rational zu fassen. Das muss nicht die größere Wunde sein oder das schlimmere Trauma an sich, sondern einfach Schicksale, die dahinter stehen. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen von der Tagesform abhängig, ne? Also wenn man selber schon so ein bisschen mit hängenden Ohren in die Klinik kommt, dann ist auch manchmal nicht mehr viel nötig, dass man selber wirklich getroffen ist. Aber man steht halt nicht alleine mit den Empfindungen da. Daniel Demuth fährt abends um 7:30 in den OP-Saal ein. Ein kleines Team wird ihn operieren. Zwei Anästhesisten überwachen den Patienten. Die Ärzte säubern noch mal die Wunde, suchen nach verletzten Sehnen und Nerven. Wir suchen jetzt ja nach Beugesehnen, die potenziell verletzt sein können. Bisher hat die sich als nicht verletzt dargestellt. Was wir jetzt mal machen können, Edgar, wir können mal den Sehnenhaken nehmen und das mal durchbewegen. Und die nehmen wir jetzt beide mal, gucken uns das an. Die zieht, das ist die oberflächliche. Und die zieht auch, das ist die Tiefe. Ne? Genau. Also intakt, keine weiteren Verletzungen. Beugesehnen sind also aufgebrochen, brauchen wir nichts machen. Nach einer Stunde dann die Kür. Operation unter Mikroskop. Die Chirurgen nähen eine durchtrennte Arterie des Mittelfingers zusammen. Die Feinarbeit gelingt. Gute Aussichten für Hand und Patient. Am nächsten Morgen auf der Krankenstation. Wir wollen wissen, wie es Daniel Demuth geht. Allerdings. Der Patient hat entschieden, heute Morgen sich gegen Ärztin Rat selbst zu entlassen. Wir haben ihm natürlich erklärt, dass das nicht sehr sinnvoll ist und dass es zu Infektionen kommen kann und der Operationserfolg jetzt direkt gefährdet ist. Hat der Patient persönlich nicht eingesehen. Das ist sein gutes Recht, wir sind ja kein Gefängnis. Und der Patient hat dann auf eigenen Wunsch die Klinik verlassen. Sie ist aber noch da, Margarete Wenz, nach der Fingeramputation. Ihr Mann ist chronisch krank, kann sie nicht besuchen. Allein muss er sich ihrer Aufgabe stellen, sich mit dem, was ist, abzufinden. Ich wäre lieber auf das eingegangen, dass sie meinen Finger erhalten, aber ist jetzt halt schon. Aber wie es aussieht, kann ich mir fast noch nicht vorstellen. Morgen wird es erst aufgemacht und dann sehe ich, wie es aussieht. Nebenan Ferdinand Müller, der andere Patient, der in den Rasenmäher griff. Dabei verlor er eine Fingerkuppe. Wie geht's Ihnen heute jetzt? Ja, mir geht's relativ gut, muss ich sagen. Körperlich, seelisch? Kein Problem mehr, nachdem ich jetzt
mich abgefunden habe, dass der eine Fingerspitze weg ist vom Zeigefinger. Haben Sie sich das erste Glied, ja. Was will ich machen? Ne? Mhm. Wenn ich mich nicht abfinde, ist es auch so. Besuch von Frau und Sohn. Ferdinand Müller berichtet. Das zweite Glied lässt sich angeblich, ich weiß noch nicht, wie es wird, aber sie hat es so gesagt. Der Unfall steckt allen noch in den Knochen. Seine Frau war im Schrebergarten nicht dabei, also fuhr er blutbesudelt allein mit dem Auto zum Hausarzt. Da bin ich halt ganz aufgeregt schnell vor zum Arzt und da saß er da und hat da so Muddel um die Hand gehabt und ich war halt ganz zittrig und aufgeregt. Als er dann noch gesagt hat, hat der Hubschrauber kommt und bringt ihn hin, da habe ich gedacht, oh Gott, ist furchtbar. Und jetzt fehlt er mal halt zu Hause. Und er fehlt ja auch noch. Patient Daniel Demuth hatte sich nach einer Handquetschung und aufwendiger OP gegen ärztlichen Rat selbst entlassen. In der Klinik taucht er nicht wieder auf. Vier Wochen nach der OP besuchen wir ihn. Wie sieht die Hand wohl inzwischen aus? Herr Demuth? Ja, bitte? Herr Demuth, zeigen Sie mir doch mal das Händchen, bitte. Aha. Alles schön zugeheilt. Also Sie sind wirklich zufrieden jetzt, oder? Absolut. Aha. Ich gehe wieder voll arbeiten. Beweglichkeit? Vier Finger ja, der mittlere noch nicht ganz. Mhm. Das Gefühl kommt aber zurück. Ja. Warum sind Sie denn eigentlich am Tag nach der Operation nach Hause gegangen? Es hat verschiedene Gründe. Als allererstes habe ich die Speisekarte gesehen. Okay. Dann waren wir, das Zimmer war ja hoffnungslos überfüllt. Aha. Und wie gesagt, ich habe einen Bekanntenkreis, einen Unfallchirurg. Da war mir eigentlich schon klar. Schmerzfrei war ich ja auch. Auch wenn Kost und Logis ihm nicht gefielen, das Wesentliche haben die Notärzte wohl richtig gemacht. Den Kaninchenstall für seine Kinder konnte Daniel Demuth jedenfalls schon fertig bauen. Tja, etwas eigenwillig, aber trotzdem ein schönes Happy End. So, jetzt zurück zu den beiden Sturzopfern. Nach der Versorgung im Schockraum sieht es ja eigentlich bei Pfarrer Leo Merk zunächst ganz gut aus, aber dann gibt es plötzlich Komplikationen. Und auch bei dem 15-jährigen Paul steht alles noch auf der Kippe. Wir haben den Namen des Jungen übrigens zu seinem Schutz geändert und sein Gesicht unkenntlich gemacht. Aber seine Eltern sind natürlich einverstanden, dass wir Pauls Geschichte hier zeigen. Die Verletzungen bei ihm sind so schwer, weil er mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde auf dem Asphalt aufgeschlagen ist. Und dadurch wurden zuerst seine Füße und seine Beine zertrümmert, dann außerdem noch das Becken und die Arme. Und er hat noch Schäden an Leber und Lunge. Und im Gehirn ist noch eine Blutung. Im Schockraum wurde dann der 15-Jährige so weit stabilisiert, dass er operiert werden konnte. Und zwar an mehreren Stellen gleichzeitig. Auch das ist für die Ärzte alles andere als ein Routineeinsatz. Der 15-jährige Paul war aus dem vierten Stock gestürzt. Zerschmetterte Knochen, offenes Becken, Organschäden, Schädelhirntrauma. In einer Not-OP kämpften die Ärzte um sein Leben. Der Morgen nach der Operation. Paul hat die Nacht überlebt. Pfleger bereiten ihn nun für einen weiteren CT-Scan vor. Infusionen, Beatmungsgerät. Alles muss mit. Die Blutungen im Körper wurden erfolgreich gestoppt. Christiane Hitzigrath interessiert sich nun für die Schädelverletzung. Da muss man bestimmt auch was machen. Und vor allem an der Stirnhöhle, die ist ja total eingedrückt. Die Sorge ist die, dass die Blutung an einer relativ ungünstigen Stelle im Gehirn ist. Die sieht zwar nicht sehr groß aus, aber das ist eine relativ ungünstige Stelle, das sind wichtige Funktionen. Und er wird sicherlich Probleme haben, wenn er aufwacht. Also, dass er eben verzögert aufwacht und vielleicht auch so von seiner Persönlichkeit her nicht so ist wie früher. Aber er ist relativ jung und hat, denke ich, eine ganz gute Prognose, dass er sich wieder erholt. Frühvisite am nächsten Tag.
Pauls Zustand ist unverändert. Es ist immer noch nicht sicher, ob er überlebt. Die Ärzte denken trotzdem schon über Folgeoperationen nach. Vor allem das Becken sollte schnell weiter gerichtet werden. Über die geplanten Eingriffe müssen die Ärzte natürlich auch die Eltern informieren. Also da muss man dann wirklich noch mal so ein bisschen auch mal zurück aus seinem Medizinischen. Dann geht es sehr viel in die, wie soll man sagen, die psychologische Ecke, wo man dann wirklich, wir auch dann häufig erstmal nicht sagen können, in welche Richtung das geht. Angehörige wollen häufig genau wissen, wie sind die Verletzungen, was passiert dann mit meinem Sohn jetzt in dem Kontext. Und wir können jetzt im Moment nicht sagen, wie sieht es aus, wie kommt er aus dieser ganzen Geschichte raus, das wissen wir nicht. Dr. Wölfel und Dr. Matte wieder auf dem Weg zur Intensivstation. Der andere Sturzpatient, Leo Merck, macht ihnen große Sorgen. Das Kontroll-CT am Abend nach der Einlieferung war alarmierend. Merck musste nachts sofort notoperiert werden. Das Hämatom ausgeräumt und eine EVD-Sonde gelegt. Und der Patient hat sich über die Nacht soweit stabil gehalten. Eine Blutung im Schädel wurde plötzlich größer. Der Hirndruck nahm zu. Durch eine Schädeldrainage wurde noch rechtzeitig Blut abgelassen. Solche unerwarteten Verläufe kennt Christiane Hitzigrad gut. Sie sehen jetzt hier auf einmal eine ganz große Blutung auf der rechten Seite. Und da konnten Sie hier initial überhaupt nichts sehen. Und es war 3 Stunden später, hat er dann diese massive Blutung bekommen. Also Sie sehen, das kann ganz unterschiedlichen Verlauf nehmen. Hier haben Sie überhaupt nichts vermutet. Wir haben gedacht, naja, der kriegt vielleicht abends noch mal eine Kontrolle, vielleicht auch am nächsten Tag, je nachdem, wie es ihm geht. Aber der hat sich dann wirklich massiv verschlechtert. Auf der Intensivstation wird Leo Merck seitdem Tag und Nacht überwacht. Die Hirnblutung wurde ausgeräumt. Nun müssen die Ärzte vor allem Geduld haben. Hier sage ich euch Bescheid. Wenn wir das genau über den Zeitpunkt kriegen. Ja, probiert ihn aufwachen zu lassen. Das war nicht adäquat, wie wir das nennen. Das heißt also, er zeigt nicht die Schutzreflexe, die wir brauchen, Schlucken etc., was man eben braucht, um gut atmen zu können, um den Speichel loszuwerden. Das war offensichtlich nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Deswegen hat er wieder eine Narkose gekriegt. Leo Merck ist Pfarrer in Ludwigshafen. Seine Gemeinde betet jeden Tag für ihn. Ob der Beistand ihm geholfen hat, das werden Sie in ein paar Minuten erfahren. Apropos Minuten. Bei fast allem, was die Notfallmediziner tun, läuft die Uhr natürlich immer mit. Nach den Leitlinien muss eine gezielte Behandlung bei Polytraumata, bei Schlaganfall, Herzinfarkt oder Schädel-Hirntrauma in der Klinik spätestens nach 90 Minuten beginnen. Deshalb darf auch die Transportzeit im Rettungswagen oder im Rettungshubschrauber maximal eine Viertelstunde dauern. Um das zu gewährleisten, müssen die Einsätze natürlich perfekt koordiniert sein. Notfallmedizin ist nicht planbar. Manchmal herrscht einfach Ruhe. Die Kapazitäten einer Unfallklinik wie der BGU werden nicht jeden Tag ausgeschöpft. Das macht die Notfallmedizin teuer. Denn ob Ärzte, Sanitäter oder Piloten, sie müssen da sein, wenn es heißt. Gestor 5, kommen Sie. Nach maximal 2 Minuten ist der an der BGU stationierte Hubschrauber Christoph 5 in der Luft. Knapp 2000 Einsätze fliegt der Heli jedes Jahr. Bis zu 13 Mal am Tag, solange es hell ist. Rettungsreichweite 70 Kilometer. Nun packt es. Rettungsdienst, Notruf, guten Tag. Ja, zu dem Unfall B271A65 habt ihr nähere Erkenntnisse? Koordiniert werden die Einsätze von der DRK-Leitstelle in Ludwigshafen. Christoph 5 ist einer von 2 Rettungshubschraubern, die im Großraum Rhein-Neckar stationiert sind. Gut 90% der Einsätze sind sogenannte Primäreinsätze. Es geht zu einem Notfall. Doch auch bei Verlegungen werden die Helis eingesetzt, wenn es nötig ist. Für die Patienten eine schnelle und schonende Art des Transports. Aber der Rettungshubschrauber ist nicht immer voll ausgelastet. Auch das macht die Einsätze teuer. 1.300 Euro kostet ein Flug im Schnitt. Gute Notfallversorgung
hat eben ihren Preis. Und das ist ein Problem, denn in Zeiten von Fallpauschalen und knapper Kassen rechnet sich Notfallmedizin nicht. Viele kleinere Krankenhäuser haben die Notfallrettung mittlerweile teilweise oder sogar ganz gestrichen. Experten klagen, dass dadurch die flächendeckende Versorgung gefährdet ist. Und selbst so ein großes Klinikum wie die BGU Ludwigshafen kann die Kosten nur kompensieren, weil sie eine hochspezialisierte und ganzheitliche Versorgung von der Akutbehandlung über die Reha bis hin zur Wiedereingliederung in den Beruf anbietet. Je schlechter jemand sozusagen ins Rennen geht, desto geringer die Überlebenschancen. Auch die Hightech-Medizin kann da oft nicht viel helfen, denn ja, letztendlich muss es ja der Körper selbst schaffen, die nötigen Heilungsprozesse in Gang zu bringen. Und es kommt noch was dazu, das Alter. Deswegen hatten die Ärzte auch bei Paul, der aus dem vierten Stock gestürzt ist, immer die Hoffnung, dass er wieder ganz gesund werden kann, weil er ja noch jung ist. Obwohl man gerade bei Hirnverletzungen nie weiß, ob Schäden zurückbleiben. Wir haben nachgefragt, wie es Sturzopfer Pfarrer Leo Merck und Paul weiter ergangen ist. Paul schwebt immer noch in Lebensgefahr und muss beatmet werden. Doch er bleibt stabil und nach 4 Tagen auf der Intensivstation sieht es allmählich besser aus. Er zeigt jetzt erste Aufwachreaktionen, sodass wir jetzt auch bei einer stabilen Beatmungssituation eigentlich die Entscheidung getroffen haben, dass wir am Wochenende oder über das Wochenende, je nachdem wie sich die Situation dann weiterentwickeln wird, den Patienten wach werden lassen. Paul überlebt. Er wird langsam aus dem künstlichen Koma geweckt und 5 Wochen später in eine Reha-Klinik verlegt. Geht's? 8 Monate später. Über 90, genau. Paul auf seinem langen Weg zurück ins Leben. Versuch mal zu entspannen, weil sonst kann ich mich bewegen. Eine OP am Ellenbogen stand noch an. Dafür ist Paul von der Reha-Klinik in Geilingen wieder nach Ludwigshafen verlegt worden. Auch dieser Eingriff ist gut verlaufen. Paul mag es nicht, wenn andere ihm alles abnehmen. Aber nach der aktuellen Operation ist er geschwächt. Sein Vater darf da schon mal Hilfestellung geben. An den Unfall selbst erinnert Paul sich nicht. Was ihm aber noch sehr präsent ist, sind die Etappen seiner Genesung. Und das war seit Nikolaus. Das war ein cooles Datum. Direkt an Nikolaus konnte ich das erste Mal wieder alleine laufen. Und diese Glücksgefühle habe ich noch nie in dieser Form verspürt. Also wie positiv der an sein Schicksal geht, nicht gehadert hat. Wie gesagt, ich bin wahrscheinlich auch gestärkt daraus. Gell? Und ja, an und für sich, das war halt ein Teil vom Leben. Aber wir haben es angenommen und geht immer weiter. Und zwar gut. Hier in Ludwigshafen kann er seine Freunde und seine Eltern sehen. Bald muss er wieder zurück in die Reha-Klinik. Doch alle spüren, es geht voran. Es wird einfach besser, täglich, wöchentlich. Stündlich, sekündlich. Was für Übungen musst du zurzeit machen? Ja, also zurzeit hier bekomme ich halt Physiotherapie, wo der Ellenbogen durchbewegt wird. Und ich hatte auch ein bisschen Ergo, da wird das Handgelenk und die Finger durchbewegt. Und ja, so, und das sind auch die Haupttherapien, die in meiner Reha dann wieder weitergeführt werden. Aber da habe ich auch eine Schule und da ist ein Psychologe, weil ich ein Schädelhirntrauma hatte dafür. Ja, und wie kommt es, dass du so viel Energie hast? Das kann ich mir auch nicht erklären. Aber einfach jeder baut mich auf, steht hinter mir und möchte mir helfen. Und ich möchte auch wieder zurück, denn ich hatte ein wirklich cooles, tolles Leben und möchte ich wieder zurück. Und es ist einfach dieser Ehrgeiz, ich möchte da wieder zurück. Und daher strenge ich mich auch an. 2 Monate später. In der Reha-Klinik des Hegau-Jugendwerks in Geilingen nahe dem Bodensee. Paul ist jetzt seit über 9 Monaten hier. Krankengymnastik, Ergotherapie und zwischendrin Schulunterricht. Jeden Tag muss der jetzt 16-Jährige trainieren. Paul macht weiter deutliche Fortschritte. Trotzdem, es geht nur langsam voran. Das ist hart und ohne die Unterstützung durch Freunde und Eltern kaum auszuhalten.
Der andere Patient, der tagelang im künstlichen Koma lag, Leo Merck, ist Pastor der Freien Christengemeinde in Ludwigshafen. Heute ist sein erster Tag als Prediger seit seinem Unfall. In erster Linie danke ich meinem Gott, weil mit meinen 80 Kilo direkt auf dem Kopf normalerweise überleben Leute nicht. Normalerweise sterben sie. Euch, die hier nachts gebetet haben, sich gesammelt haben. Und zweitens danke ich auch der BG-Klinikum. Ich danke dem Professor, dem Leitenden über 6. Etage, wo ich drin war, aber auch unten bei der Intensivstation, den ganzen Ärzten. Leo Merck wurde 2 Monate zuvor in die Unfallklinik eingeliefert. Die Folgen einer schweren Hirnblutung bedrohten sein Leben. Von da oben bin ich runtergeflogen. Und hier am Rand vom Dach bin ich draufgetreten und mich hat es umgedreht. Und dann ging ich letztes Stück mit dem Kopf hier mit dem Schädel voll drauf. Und dann, ich war bewusstlos. Augenzeugin seines Sturzes, ein Nachbarkind. Du hast ja gesehen, wie war's genau? Ich bin dort auf dem Dach gefallen, oder? Wir haben da was gearbeitet und dann sind sie da halt abgerutscht, weil es ja geregnet hat an dem Tag. Das war nach sehr. Und wie ich sie dann gesehen habe, da haben sie gemacht, dann diese eine Schulter war dann ganz total. Dann wollten sie aufstehen. Und dann haben wir sie beruhigt. Aber mit der Hubschrauber waren sie ganz schnell da, so in 5 Minuten. Werde ich nie vergessen, diesen Tag. Ich zitter da immer noch. Das war ganz schlimm. Die Firma gerufen und die machen uns ab. Deswegen gibt mir jetzt das einfach Nachsinnen über das Leben, ein bisschen schätzen das Leben. Ich habe auch in der letzten Zeit, auch zusammen mit meiner Frau, wir lernen das Leben schätzen. Ja. Dass man, wer weiß, wie viel Leben man noch hat. Aber dass man das schätzt und auch mit sich selbst auch ein bisschen vorsorglicher umgeht. Was dieser Beruf einlehrt, ist die Demut. Würde ich wirklich so, dass auch das hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber es ist wirklich so. Man merkt, wo es Grenzen gibt in der Medizin. Ich bin jetzt sicherlich nicht derjenige, der jeden Sonntag in die Kirche geht, aber ich bin schon der Meinung, dass es da jemand gibt, der einen Masterplan hat. Und mit dem muss man auch ab und zu sprechen. Ob Masterplan, Karma oder einfach nur Zufall, ich finde, es lohnt sich, ab und zu mal drüber nachzudenken, wie zerbrechlich das Leben ist und dass man Gesundheit gar nicht hoch genug schätzen kann. Wir möchten uns bedanken, und zwar bei allen Patienten, die uns erlaubt haben, sie mit der Kamera zu begleiten. Und Dank gilt natürlich auch den Ärzten, die uns mit großer Offenheit begegnet sind und uns an ihrem Alltag teilhaben ließen. Jetzt geht's hier weiter im SWR-Fernsehen mit Kunst, dem Kulturmagazin im Südwesten. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.